Packer wird die August-Season geboostet. Und zum Anlass möchte ich euch im heutigen Video das beste Packer-Deck momentan in Clash Royale vorstellen, womit ihr natürlich sehr viele Pokale pushen könnt oder auch hier im Legendenpfad höher kommt in den Ligen. Ich würde sagen, wir standen gar nicht lange rum, ich zeige euch direkt das Deck. Das Deck ist dieses hier mit der Widerreiterin, Dunklen Prinzen, Hexmutter Feuerball, Elektromagier, Banditin, Barbarenfass. Xack hat momentan eine Winrate von 58% die letzten 14 Tage, was natürlich sehr, sehr stark ist. Und ja, es gibt noch andere Packer-Bridge-Spam-Varianten, die sind aber meiner Meinung nach nicht so stark wie dieses hier. Vor allem die Hexmutter sehr, sehr stark gegen Friedhof momentan, wird sehr häufig gespielt. Widerreiter dann auch gegen Loons zum Beispiel sehr, sehr stark. Ich finde auch einfach die Variante sehr, sehr gut momentan auch. Es wird auch viel Kobold-Border gespielt, da ist zum Beispiel der Dunkle Prinz auch sehr, sehr stark. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir machen hier 2 bis 3 Spiele wie immer. Ich würde Ihnen empfehlen, mindestens ein Spiel anzuschauen, damit ihr so ein bisschen Gefühl für das Deck bekommt. Und ihr könnt natürlich dann auch entscheiden, ob ihr das Deck probieren wollt, ja. Zukunft. Lasst auch ein Abo da. In Zukunft verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich werde versuchen, zu jeder Win-Condition beziehungsweise zu beliebten Karten ein Video hochzuladen. Diesen Monat vor allem möchte ich ein bisschen mehr machen. Die letzten Wochen war ein bisschen weniger. Normale Videos, öfter mal Shorts gemacht. So, er spielt auch Packer Bridge Spam. Könnt zum Beispiel Barbarenfass spielen. Sein Packer wird abgelenkt. Und wir haben einen Konterpush. Aber ich denke, ja, Crackerin geht down, okay. Beziehungsweise Elektromagie von uns geht down. Ich würde aber gerne meinen King Tower aktivieren. King Tower aktiviert. Er kriegt ein bisschen Schaden. Das Ding ist, er muss jetzt beide Seiten verteidigen. Er hat sehr viel Elixier verschwendet. Jetzt könnte ein Eho spielen, aber da muss er auf der linken... Ja, er verliert seinen linken Turm, weil er hier sich falsch entschieden hat. Und das ist einfach auch die Stärke von Packer Bridge Spam natürlich, dass ihr auf beiden Seiten Druck machen könnt. Und ihr habt es gerade gesehen, Paradebeispiel. Ich wusste, der Gegner hat nicht mehr viel Elixier. Und da habe ich einfach Druck auf beiden Seiten gemacht. Und er hat halt falsch entschieden, den Wilderreiterin zu verteidigen. Ich glaube, die bekommt nicht ganz den Turm. Also Widerreiter alleine, glaube ich, holt nicht den ganzen Turm, soviel ich weiß. Beziehungsweise kann man die noch nachhinein verteidigen. So, jetzt haben wir noch eine gute Ausgangssituation. Und jetzt spielt hier schon wieder sein Packer. An der Brücke. Ich weiß nicht, warum er das macht. Jetzt geht er links rein, kann er machen. Es wird aber nicht der Turm, von daher ist mir das relativ egal. Kriegt ein bisschen Schaden. Ist okay. Das kann man auf jeden Fall so machen. So, wir setzen jetzt einfach links. Rechts die Hexmutter. Falls der Feuerball wirft. Wir können jetzt ein Barbarenfass spielen. Dann spielen wir einen Eowis. Und da soll es eigentlich easy verteidigt sein. Das ist eine gute Defense. Jetzt spielen wir einfach unseren Dark Prince. Ich denke mir jetzt einfach, komm, wir verteidigen das jetzt einfach, bevor wir den Turm verlieren. Er spielt einen Feuerball, einen schlechten. Und dann können wir auf der rechten Seite reingehen. Spielt wahrscheinlich sein Eowis. Okay, defensiv. Kann er machen, ist relativ egal, das Game ist durch. Werd auch heute ohne Videoschneiden machen, das heißt, also ohne Spiele zu skippen. Falls ich verlieren sollte, so verliere ich, aber ich bin relativ confident, dass wir jetzt 2 Spiele gewinnen. Das erste Spiel ist durch. Wie gesagt, vielleicht machen wir noch ein drittes. Wir machen auf jeden Fall ein zweites jetzt. Und ja, wir gehen rein. Und schauen, was der Gegner hat. So, das Wichtige ist mit dem Deck, abwarten spielen, beziehungsweise ihr könnt auch zum Beispiel hier eine Banditin spielen. Ist gar kein Problem. So, dann setzen wir einfach mal unseren Eowis. Er hat einen Schweinereiter, okay. Können wir tatsächlich unseren Packer spielen. Und er hat jetzt schon eine sehr, sehr gute Karte gegen unseren Packer rausgespielt. So perfekt wäre es, wenn der Packer vor dem Eowis wäre.
Er lockt das. Lock reicht aber nicht. Es reicht nicht. Er muss es verteidigen. Spielt ein Koboldfass. Und jetzt können wir reingehen. Es ist sogar noch nicht. Ich glaube, es war ein Overcommit. Ja, es war relativ unnötig, die Widerreiterin zu spielen. Aber ist okay. Ist okay. Ich meine, Widerreiterin ist sehr, sehr gut gegen Schweinereiter. Und er geht rein. Er geht rein, er macht wieder einen Fehler und er geht einfach. Er setzt einfach seine Karte unnötig rein. Perfekte Defense. Kein Problem. Könnte jetzt die Hexmutter spielen. Ich glaube, die Banditin überlebt dann sogar. Und wir haben einen Konterpush. Wir haben einen sehr, sehr guten Konterpush. Wir sind am Free Crown. Er spielt einen Feuerball. Weiß nicht, ob das gut war. Spielen jetzt einfach. Wir gehen rein. Wir pushen einfach rein. Weil er sehr viel Elixier verschwendet hat. Setzt hier einen sehr, sehr schlechten Inferno-Turm. Inferno-Turm geht down. Wir kriegen hier auf jeden Fall eine Connection. Sieht nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall machen. Er geht wahrscheinlich wieder rein mit seinem Schweinereiter. Okay, er lässt sein. Ich spiele einfach mal unser Ewis. Ich wollte schon sagen, hat er aufgegeben. Nö, er hat nicht aufgegeben, aber sein Mega-Ritter geht down. Ich weiß nicht, der Gegner ist halt auch nicht wirklich gut, aber gut. Kann mir recht sein. Ich muss jetzt nicht jeden Tag rein sweaten gegen 200.000 Leute. War guter Feuerball. Jetzt kommt wahrscheinlich sein Mega-Ritter. Okay, und vielleicht auch nicht. Jetzt setzt er seine Skarmy. Weil er verzweifelt ist, weil er keine Elixier mehr hatte. Und das Game ist durch. Free Crown, easy win. Sehr, sehr nice. So, bevor ich das Video beende, ich zeige euch gerne noch zwei, drei Alternativen, die auch noch spielen könnt. So, was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel die Widerreiter dann austauschen mit dem Rambok. Man kann die Hexmutter austauschen mit dem Magieschützen, falls ich ihn habe. Ja, hier. So kann man das spielen und mit einem Zap. Zum Beispiel, das ist ja eine sehr, sehr beliebte Variante mit dem Poison. So, ansonsten, das sind die zwei gängigsten Varianten, das Deck, was ich gerade gespielt habe und diese Variante. Aber ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Abo dalassen, die nächsten Tage kommen noch mehrere Videos. Bis bald, ciao.